Ein herzliches Hallo, du wunderbare Frau, du wunderbare Glücksmama oder wer auch immer sich diesen Podcast anhört. Ich gehe jetzt einfach mal ganz stark davon aus, dass die meisten Menschen, die sich den Glücksmama-Podcast anhören, weiblich sind. Aber das ist nur eine Vermutung. Ich freue mich riesig, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Christina und ich begrüße dich ganz herzlich zum Glücksmama-Podcast, dein Podcast für aktive Mütter und glückliche Babys. Und ja, was soll ich sagen? Noch zweimal schlafen, dann ist Weihnachten 2019 und hinter uns liegt ein wahnsinnig spannendes Jahr. Und ich habe mir gedacht, für diese vorletzte Podcast-Folge in diesem Jahr wäre es doch schön, einmal zur Ruhe zu kommen und eine kleine Entspannungsübung zu machen. Und was super wichtig ist, dass du für diese Folge Ruhe hast und dass du auf keinen Fall Auto fährst oder irgendwas machst, wo du dich turbomäßig konzentrieren musst. Also nimm dir einmal einen Moment und mach es dir gemütlich. Ich empfehle dir, diese Übung im Sitzen zu machen. Zum Beispiel im kreuzbeinigen Sitz mit einem Kissen unter den Po. Und du kannst dir natürlich auch eine gemütliche Decke über die Schultern legen, eine Kerze anzünden, so dass du dich einfach richtig wohlfühlst. Ich gebe dir einmal einen Moment Zeit dafür. Und wenn du es dir jetzt so richtig gemütlich gemacht hast, dann legen wir los. Und ich möchte, dass du anfängst, dich einmal so ganz bewusst auszurichten und hinzusetzen und dich einmal in deiner Tiefe zu entspannen. Und ich weiß, dass das mit diesen ganzen Alltagsgedanken, die wahrscheinlich jetzt noch in deinem Kopf sind, gar nicht so leicht ist. Aber lass die einmal vorbeiziehen. Spür, wie dein Gewicht in die Matte oder in den Boden, je nachdem, auf was du sitzt, hineinsinkt. Dein ganzes Körpergewicht darf jetzt einmal nach unten sinken. Stell dir vor, dass der Untergrund, auf dem du sitzt, ein Karamellteppich ist. Und in diesen Karamellteppich sinkst du hinein. Und es wird immer schwerer. Du wirst immer schwerer, das Gefühl wird schwerer, aber es ist eine angenehme Schwere. Und dann konzentrierst du dich ganz bewusst auf deinen Atem, denn der ist seit deiner Geburt bei dir und der bleibt bei dir bis zu deinem letzten Atemzug. Wenn du dich also gestresst fühlst, wenn du das Gefühl hast, deine Kiefergelenke sind fest, du brauchst eine Auszeit im Alltag, kannst du immer wieder zu deinem Atem zurückkehren. Und das machen wir jetzt einmal gemeinsam ganz bewusst. Du atmest durch die Nase ein und durch den Mund aus. Durch die Nase tief einatmen und durch den Mund aus. Und du machst jetzt in deinem Atemtempo weiter, so wie dein Atem fließt. Versorge dich mit super viel Sauerstoff. Lass nochmal alle Alltagsgedanken vorbeiziehen. Hab das Gefühl, dass dein Schambein, dein Steißbein senkrecht nach unten in die Erde hineinfließen. Und in deiner Vorstellung hast du eine wunderschöne goldene Krone auf deinem Kopf und diese Krone zieht Richtung Himmel. Dein Scham und Steißbein sinken in den Boden und deine Krone zieht Richtung Himmel. Deine Kiefergelenke sind ganz entspannt, deine Gesichtszüge sind weich. Deine ganzen Stirnfalten, falls du welche hast, glätten sich in deiner Vorstellung. Und dein Atem ist der zentrale Punkt, wo alles immer wieder hinfließt. Stell dir jetzt vor, dass du deinen Atem durch deine beiden Sitzbeinhöcker ziehst. Du atmest deine Wirbelsäule entlang nach oben und atmest zu deiner Konfetti, zu deiner goldenen Krone eine Konfettifontäne aus. Durch deine Sitzknochen einatmen,
die Wirbelsäule entlang nach oben atmen und zu deiner goldenen Krone atmest du eine wunderschöne Konfettifontäne aus. Stell dir diese Konfettifontäne in deinen Lieblingsfarben vor. Und mit dem Ausatmen bleibst du lang. Mach das noch ein paar tiefe Atemzüge nur für dich in deinem Tempo. Und auch wenn dir das vielleicht schwer fällt, dass du dir das vorstellst, wie diese Konfettifontäne durch die goldene Krone strömt, ja, schalte einfach den Fantasieknopf an und versuche es mit jedem Atemzug erneut. Tief ein- und ausatmen. Sehr gut machst du das. Und dann hörst du auf mit der Konfetti-Atmung, drehst die Handflächen einmal nach oben, deine Hände liegen auf deinen Beinen, deine Handflächen sind nach oben gedreht, du richtest dich nochmal auf und bist ganz bei dir. Und dann klopfst du dir innerlich auf deine Schulter, denn du kannst so, so stolz auf dich sein und auf deinen Körper und auf das, was er alles leistet. Wenn du gerade schwanger bist, dann leistet dein Körper einfach eine unfassbare Zellteilung. Und du versorgst ein weiteres Lebewesen oder auch zwei oder drei gleichzeitig. Und das machst du wunderbar. Oder wenn du ein Kind geboren hast oder schon mehrere Kinder geboren hast. Mein Gott, was dein Körper alles schon geleistet hat, das ist der Wahnsinn. Und du bist immer mittendrin. Und du kannst so stolz auf dich sein. Du bist die Mama-Königin mit goldener Krone auf dem Kopf. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du jetzt ein paar entspannte Tage vor dir hast. Und wenn es mal nicht so entspannt sein sollte, dann nimm dir die Zeit für dich und dann kannst du gerne diese Entspannungsübung machen. Und ich verspreche dir, immer wenn du ganz bewusst zu deinem Atem zurückkehrst, dass es dann einfach viel, viel besser wird, viel, viel entspannter. Und ja, alleine schon die Stirnfalten zu glätten, ist doch was. Und in der nächsten Woche werden wir eine Podcast-Folge mit dir teilen, wo wir einen Rückblick von dem vergangenen Jahr zusammengestellt haben. Diese Podcast-Folge habe ich mit Anne, mit meiner Studiomanagerin, zusammen eingesprochen. Und wir werden auch einen kleinen Ausblick geben, wie das Jahr 2020 wohl für uns wird. Also unsere Vorstellungen von dem Jahr 2020 und was wir für Pläne haben und für Überraschungen für dich. Und in diesem Sinne wünsche ich dir von Herzen alles Liebe und ja, eine besinnliche Zeit, eine Zeit voller Kerzenschein und voller Wärme im Herzen. Und ich freue mich, dass du dabei warst, dass du heute wieder zugehört hast. Und ich sage bis ganz bald und alles Liebe, deine Christina.